Aus dem Titel geht vielleicht nicht klar genug hervor, dass es sich hier um vier Personen handelt, über die ich sprechen werde, um zwei Paare, die in einem bestimmten historischen Moment eine bedeutsame Rolle in den wirtschaftlichen, kulturellen und den politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich gespielt haben. Jede dieser Personen hat dabei eine ganz eigene Rolle eingenommen und verfolgte auch eigene Interessen und Ziele. Die vier Akteure, von denen ich sprechen werde, sind natürlich Aline und Emil Mayrisch, ihre gemeinsame Tochter André und deren Ehemann Pierre Viennot. Viele ihrer Aktivitäten, das werden wir noch sehen, waren eng mit Luxemburg verbunden. Sie fanden dort statt, sie wurden dort konzipiert oder auch in die Tat umgesetzt. Konkreter als von Luxemburg im Allgemeinen muss man aber wohl von Schloss Kolbach sprechen, dem Anwesen der Familie Mayrisch, das sie seit Anfang der 1920er Jahre bewohnten. Wenn man heute nach Kolbach kommt und den ehemaligen Besitz der Familie Mayrisch besucht, der sich aktuell leider, wir haben es schon gehört, in einem recht baufälligen Zustand befindet, dann kann man sich kaum vorstellen, welchen Eindruck dieses Anwesen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts auf angereiste Gäste machte. Der junge Intellektuelle Pierre Viennot, der 1923 zum ersten Mal nach Kolbach eingeladen worden war, zeigte sich zutiefst beeindruckt von der Familie Mayrisch, von den Arbeitwerken und auch von Schloss Kolbach. Ich zitiere: "Ein Eindruck außerordentlicher Macht enthüllt sich beim Besuch dieser Leute. Es scheint, dass die Welt ihnen gehört. Dies sind größere Feudalherren als jeder beliebige Lehnsherr des Mittelalters." Kolbach ist heute ein Synonym für das Wirken der Familie Mayrisch geworden. Aline und Emil Mayrisch gelten als Musterbeispiel eines Ehepaars aus dem gehobenen Luxemburger Bürgertum, das wirtschaftliche und intellektuelle Interessen, Mäzenatentum und soziales Engagement verband. Über ihre herausragende Rolle in den deutsch-französischen Wirtschafts- und Kulturbeziehungen ist bereits viel geforscht und auch geschrieben worden. Die Mayrischs fungierten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts als Bindeglied zwischen Politik, Wirtschaft und Kultur. Während sich dabei Emil Mayrisch auf internationalem Parkett für die Schaffung von Wirtschaftsententen einsetzte, machte Aline das gemeinsame Domizil im luxemburgischen Kolbach zu einem Treffpunkt europäischer Intellektueller. Pierre Viennot bemerkte, wie außerordentlich gut sich beide in ihren Interessen und ihrem Wirken ergänzen. Ich zitiere: "Ein so perfektes Einvernehmen zwischen so viel Intelligenz, Freiheit des Geistes, Kultur, intellektueller Bedeutung und Macht ist etwas sehr Interessantes, ein Erfolg, eine sehr anziehende Perfektion." In der Realität handelte es sich wohl weniger um die vielfach beschworene Symbiose der Aktivitäten der beiden Eheleute, als vielmehr um eine tolerante Koexistenz durchaus unterschiedlicher Lebenswelten. Diese trafen und verschränkten sich in den Fällen, in denen Mitglieder aus Aline Mayrischs Freundeskreis an den Unternehmungen von Emil Mayrisch beteiligt wurden und für diese hilfreich waren. Viennot, der sich so beeindruckt von der Familie Mayrisch zeigte, gehörte wenige Jahre später selbst zu deren engstem Zirkel und sogar zur Familie. Mit Emil Mayrisch, dem großen Stahlindustriellen und Präsidenten der Arbeitwerke, gründete er zusammen eine der wichtigsten deutsch-französischen Verständigungsorganisationen der Zwischenkriegszeit und leitete rund 5 Jahre lang deren Berliner Büro. 1929 heiratete er dann die einzige Tochter der Mayrischs, André. Mit ihr blieb er bis zu seinem Tod 1944 nicht nur privat eng verbunden. Die beiden waren auch beruflich ein gutes Team, wie man das heute sagen würde. Der Historiker Guido Müller bezeichnete sie als politisches Paar, das gemeinsam das politische Programm erarbeitete, das dann Viennot als öffentlich wirksamer Akteur umzusetzen suchte. Die berufliche und persönliche Entwicklung von Pierre Viennot wäre ohne die Mayrischs völlig anders verlaufen. Doch auch Pierre Viennot wirkte mit seinen Ideen zu einer deutsch-französischen Verständigung, die teilweise schon vor seinem Zusammentreffen mit den Mayrischs entstanden sind, auf diese ein und verlieh ihren Bestrebungen eine konkrete Gestalt. Als sich die Wege der Mayrischs und Pierre Viennot im Jahr 1923 kreuzten, befanden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auf einem Tiefpunkt. Seit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages, der die Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs allein dem Deutschen Reich zusprach,
zielte die deutsche Politik auf eine Revision der Nachkriegsordnung. Frankreich strebte hingegen die Gewährleistung seiner größtmöglichen Sicherheit und damit die Erhaltung des Status quo an. Ihren Höhepunkt fanden die Auseinandersetzungen 1923 in der Besetzung des Ruhrgebietes durch belgische und französische Truppen, die dann zum sogenannten Ruhrkampf führte. Während die politische Kommunikation zwischen Berlin und Paris in dieser Zeit hochgradig gestört war und ganz auf Konfrontation setzte, trugen die Mairus zur Netzwerkbildung unter den verständigungsbereiten Intellektuellen und Politiker beider Länder bei. Paris, Berlin via Luxemburg nannte Daniel de Rosset diese Relaisfunktion der Mairus auf Schloss Kolbach. In einer Situation, in der die direkten deutsch-französischen Kanäle blockiert waren, boten sie mit ihren Kontakten und ihren Möglichkeiten einen Umweg über Luxemburg an. Emil Mairus war zu dieser Zeit, also Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, einer der einflussreichsten europäischen Stahlindustriellen, der bei seinen französischen und deutschen Kollegen Ansehen und Respekt genoss. Begonnen hatte er seine berufliche Laufbahn nach seinem Studium der Hüttenkunde an der Technischen Hochschule Aachen in der Firma seines Großonkels Norbert Metz. Bereits mit 35 Jahren wurde er 1897 Direktor des ersten luxemburgischen Stahlwerks in Düdelingen. 1911 fasste Mairus die luxemburgischen Montanunternehmen in Burbach, Eich und Düdelingen zum bekannten Arbeit-Konzern zusammen, zu dessen Generaldirektor er dann 1918 aufstieg. Der Arbeit-Konzern war vor dem Ersten Weltkrieg sehr eng mit der deutschen Industrie verflochten und die Aufhebung der Wirtschafts- und Zollunion mit Deutschland traf das Unternehmen schwer. Da Mairus auch im Aufsichtsrat des Kölner Kabelwerkes Felden und Guillaume saß und an anderen rheinischen Unternehmungen beteiligt war, hatte er ein vitales Interesse an einer deutsch-französischen Wirtschaftsverständigung. Sein Versuch, französische und deutsche Stahlproduzenten an einen Tisch zu bringen, scheiterte jedoch zunächst. Als Gegner der französischen Ruhrbesetzung hielt Mairus auch während dieser Zeit die Kontakte mit Industriellen beider Länder aufrecht. Ab Januar 1926 begannen dann in Luxemburg unter seiner Ägide Gespräche mit den Vertretern der Stahlindustrie Deutschlands, Frankreichs und Luxemburgs, die am 30. September des Jahres zur Gründung der Internationalen Rohstahlgemeinschaft führten. Mairus' Bedeutung für das Zustandekommen des internationalen Stahlkartells ist eingehend untersucht worden. Jean Bartel hat nachgewiesen, dass Mairus angesichts stagnierender politischer Verhandlungen die Initiative nutzte, also die Möglichkeit nutzte, eine private Initiative zu ergreifen, obgleich er selbst von der Wirksamkeit derartiger Absprachen gar nicht überzeugt war. Das Abkommen, das von den Vertretern der Stahlindustrie Deutschlands, Frankreichs, Luxemburgs und Belgiens unterzeichnet wurde, sollte eine Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage erreichen und dadurch zu höheren Preisen führen. Dieses Ziel wurde letztlich nicht erreicht und schon 1929 zeigten die deutschen Mitglieder die Tendenz, sich nicht mehr an die beschlossenen Regeln zu halten. Dennoch haftet dieser internationalen Rohstahlgemeinschaft bis heute noch ein Mythos an, weil sich zum ersten Mal die Stahlproduzenten verschiedener Länder an einen Tisch gesetzt hatten. Und der große Erfolg Mairus bestand eben darin, einen deutsch-französischen Ausgleich erreicht zu haben und gleichzeitig der luxemburgischen Industrie einen bedeutenden Platz auf den internationalen Märkten gesichert zu haben. Die Netzwerke von Emil Mairus in Wirtschaft und Politik, die dieser im Sinne einer europäischen Wirtschaftsverständigung zu mobilisieren suchte, fanden ihre Entsprechung im künstlerischen, literarischen und intellektuellen Feld durch die vielfältigen Kontakte seiner Gattin. Aline de Saint-Hubert hatte 1894 im Alter von 20 Jahren Emil Mairus geheiratet. Er war 12 Jahre älter, schon Ingenieur, und sie ist mit ihm nach Düdelingen gezogen. Aline Mairus war eine sehr intelligente und begabte junge Frau, die sich nicht vorstellen konnte, in einem klassischen Dasein einer industriellen Gattin oder das klassische Dasein einer industriellen Gattin zu fristen. Und sie versuchte, sich unabhängig von ihrem Ehemann eigene Freundeskreise aufzubauen und auch eigene Betätigungsfelder zu finden. Ihren literarischen Interessen folgend schrieb sie von 1898 an für die Zeitschrift La Moderne, die in Brüssel erschien. Das war eine weltoffene und avantgardistische Kulturzeitschrift. Unter verschiedenen Pseudonymen stellte sie den belgischen Leser, unter anderem die deutschen Maler Arnold Böcklin, Franz Stuck und Max Klinger vor. Ab 1902 arbeitete sie dann am Jahrbuch für bildende Kunst mit, das von Max Matersteig, dem Ehemann der deutschen Schauspielerin Gertrud Eysoldt, herausgegeben wurde.
Im darauffolgenden Jahr kam dann ein entscheidender Schritt in ihrem Leben. Dann fiel André Gide eine Kritik seines Buches L'Immoraliste aus ihrer Feder auf. Über die gemeinsame Freundin Maria von Reiselberg, über die wir schon gerade eben gehört haben, kamen dann André Gide und Aline Meidrich in Kontakt. Und Gide ermöglichte ihr dann auch den Einstieg in die Nouvelle Revue Française, die führende französische Kulturzeitschrift der Zwischenkriegszeit. Seit 1910 schrieb sie dort Artikel unter dem Pseudonym Alain Desport. Mit dem inneren Kreis dieser Zeitschrift, mit André Gide, Jean Schlumberger, Jacques Copeau, Jacques Rivière und Jean Paulhan, verband sie intensive Beziehungen. Nach Meinung von Germaine Götzinger litt Aline Meidrich wohl selbst ihr ganzes Leben lang darunter, dass sie nicht studiert hatte und versuchte, diesen angeblichen Bildungsmangel darin zu kompensieren, dass sie als Journalistin und Schriftstellerin auch eine Art von Berufstätigkeit ausübte. Und die literarische Dekade organisierte jedes Jahr das Redaktionsteam der Nouvelle Revue Française. Ab 1912 war Aline Meidrich regelmäßig bei diesen Treffen dabei und konnte dadurch eben auch ihren Freundes- und Bekanntenkreis stetig erweitern. Gemäß ihrer intellektuellen und literarischen Interessen bat sie dann häufig deutsche und französische Denker nach Kolbach und nicht selten waren diese auch Teilnehmer der Dekaden von Pontigny. Hier gab es starke Überschneidungen. Zu den illustren Gästen auf Schloss Kolbach zählten neben den Freunden André Gide und Jean Schlumberger auch der Gründer der Pan-Europa-Bewegung, Richard Kutenhofer Kalergi, die Schriftsteller Annette Kolb, Paul Claudel, Jules Romain und Henri Michaud, von dem wir auch schon gehört haben, die Schauspielerin Gertrud Eysoldt, die Philosophen Bernhard Grütrusen, Karl Jaspers und Hermann Graf Kaiserling, der Reformsozialist, der belgische Reformsozialist Hendrik de Man, Friedrich Gundolf aus dem Kreis und den Dichter Stefan George, der Wissenschaftler Paul Langevin, der Architekt Otto Bartning, von dem wir nächste Woche noch hören werden, der Germanist Edmond Vermeil, die belgische Hellenistin Marie Delcourt und. Emil Meidrich, der diesen vielfältigen Gedankenaustausch europäischer Intellektueller finanziell überhaupt erst ermöglichte, verstand es indes auch, seine eigenen wie auch die Beziehungen seiner Frau mit seinen wirtschaftspolitischen Absichten zu verknüpfen. Es kam daher nicht von ungefähr, dass das Treffen zwischen André Gide und Walter Rathenau im September 1920 in Kolbach stattfand. Die Bekanntschaft zwischen Meidrich und dem damaligen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der AEG Rathenau reichte in die Vorkriegszeit zurück, als beide dem Aufsichtsrat des Kölner Elektrotechnikkonzerns Felten und Guillaume angehörten. Auf Wunsch Gides lud ihn Meidrich nach Kolbach ein, um über die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen zu diskutieren. Die Tochter des Hauses André erblickte in Rathenau, ich zitiere, den einzigen Mann, der dazu fähig ist, den internationalen und sozialen Frieden zu erhalten und all die schrecklichen Probleme zu lösen, die sich stellen. Obwohl Rathenau zum Zeitpunkt seines Zusammentreffens mit Gide gerade keine Regierungsfunktion ausübte, wurde er vermutlich als der kommende Mann in Deutschland betrachtet, mit dem nähere Beziehungen später nützlich sein könnten. Doch Gide fand irgendwie keinen richtigen Zugang zu seinem Gesprächspartner und äußerte sich später sehr enttäuscht in seinem Tagebuch über dieses Treffen. Rathenau blieb denn auch der einzige deutsche Politiker, mit dem der Literat Gide näheren Kontakt suchte. In der Folgezeit verlegte er sich ganz und gar auf die Pflege der kulturellen Beziehungen mit Deutschland. Dabei war sein bevorzugter Gesprächspartner der Heidelberger Romanistikprofessor Ernst Robert Curtius, den wir hier auch ganz links auf dem Bild sehen, der ebenfalls mit Aline Meidrich befreundet war und auch ein Habitué von Kolbach. Auch an einem anderen Beispiel lässt sich zeigen, wie das Kolbacher Netzwerk mit den Interessen Emil Meidrichs verflochten war. Wie bereits erwähnt, hatte Meidrich frühzeitig die Notwendigkeit eines deutsch-französischen Wirtschaftsfriedens für die Interessen des multinationalen Arbeit-Konzerns erkannt. Seinem Streben nach Verständigung lag eine Mischung aus einerseits pro-europäischen Idealismus und andererseits auch ganz handfeste Interessenspolitik zugrunde. 1922 kaufte er die Luxemburger Zeitung, in der im Folgenden einige der Kolbacher Gäste eine Art Verständigungspropaganda betrieben. Ernst Robert Curtius lieferte mehrere Beiträge über die zeitgenössische deutsche Literatur. Die Hellenistin Marie Delcourt schrieb sogar 248 Artikel unter der Rubrik Lettres de Belgique. Die deutsch-französische Schriftstellerin Annette Kolb verfasste 74 Artikel für das Blatt, hauptsächlich zu den Themen europäischer Einigung, des Scheiterns der Weimarer Republik und die Gefahren des Nationalsozialismus.
Meirosch wollte mit seiner Zeitung seine pro-europäischen Ideen verbreiten. Besonders anschaulich zeigte sich dies an der Mitarbeit von Jacques Rivière, dem Sekretär der Nouvelle Revue Française. In dem Moment, als der Ruhrkampf 1923 seinen Höhepunkt erreichte, schrieb Rivière in der Luxemburger Zeitung exakt über die Möglichkeiten einer deutsch-französischen Wirtschaftsverständigung. Nach dem frühen Tod Rivières im Jahr 1925 übernahm die Rubrik der eingangs zitierte Pierre Viennot. Als Viennot 1923 die Familie Meirosch kennenlernte, war er 26 Jahre alt und stand noch ganz am Anfang seiner beruflichen Karriere. Geboren als vierter Sohn einer katholisch-konservativen Familie von Provinznotabeln aus der Picardie, schien sein Lebensweg eben in der Picardie vorgezeichnet. Als jedoch 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Pierre Viennot in einer Mischung aus Pflichtgefühl und Abenteuerbewusstsein als Freiwilliger zu den Waffen. Er war damals 17. Diese Erfahrung des Schützengrabens prägte ihn für sein gesamtes Leben und bestimmte auch sein Engagement für eine tiefere Verständigung mit Deutschland. Nach dem Krieg reiste Viennot nach Marokko und fand eine Anstellung im Stab des dortigen Generalpräsidenten General Hubert Lioté. Dieser schätzte die Fähigkeiten des jungen Jura-Absolventen und machte diesen bald zu seinem Privatsekretär. Viennot indes, der Lioté's Energie und seinen Gestaltungswillen bewunderte, übernahm mehr und mehr dessen Ansichten zur Protektoratspolitik und übertrug diese auf Europa. Lioté wollte die marokkanische Elite nicht nach französischem Vorbild assimilieren, sondern unter Wahrung ihrer gesellschaftlichen und religiösen Traditionen in die administrativen Strukturen des Landes einbinden. 3 Jahre nach seinem Weggang aus Marokko veröffentlichte Viennot 1925 seine Schlüsse aus diesen Erfahrungen. Den entscheidenden Punkt sah er dabei in einer Art von Willensübereinstimmung zwischen dem marokkanischen und dem französischen Volk, die durch diese Zusammenarbeit einen tiefen und dauerhaften Frieden gewährleisten könnten. Für Viennot stellte diese Protektoratspolitik ein Modell für Europa dar. Angesichts der nationalen Unterschiede könne eine europäische Einigung, seiner Sicht nach, nur durch einen toleranten und verständnisvollen Umgang miteinander, basierend auf dem gegenseitigen Respekt der Werte des Gegenübers, erfolgen. 1922 kehrte Viennot nach Frankreich zurück, um die Aufnahmeprüfung für den Auswärtigen Dienst vorzubereiten. Wiederholt hielt er sich dann in den kommenden Jahren in Deutschland auf und versuchte die, wie er es nannte, politische Psychologie des Landes zu verstehen. 1923 begegnete er bei den Dekaden, wie schon angedeutet, Aline und André Meirosch. In Aline Meirosch erkannte er sofort, Zitat Viennot, eine Frau allerersten Ranges. Kurze Zeit später war er dann zum ersten Mal zu Gast in Kolpach. Die künftig enge Beziehung zwischen den Meirosch und Viennot nahm hier ihren Ausgangspunkt. Mindestens genauso stark wie vom Ehepaar Meirosch war Viennot jedoch von deren Tochter André fasziniert, in die er sich bald verliebte. Nachdem ein Sohn der Meirosch frühzeitig verstorben war, war die 1901 geborene André das einzige Kind und wurde auch wie ein Junge erzogen. Noch im Erwachsenenalter unterschrieb sie regelmäßig Briefe an ihre Mutter mit ton vieux fils André. Sie zeigte starkes soziales Engagement und entwickelte auch früh Interesse für den Sozialismus. Nachdem sie ein Medizinstudium in der Schweiz ebenso abgebrochen hatte wie ein Studium am Pariser Institut des Sciences Politiques, entschied sie sich schließlich für die London School of Economics, wo sie 1923 ein Diplom erwarb. Während ihrer Londoner Zeit schloss sie sich dann einem sozialistischen Studienkreis an. Anschließend unternahm sie Bildungsreisen nach Frankreich, Deutschland, Italien und schließlich im Juni 1925 in die Sowjetunion. Die Tochter aus sehr gutem Hause und Erbin eines großen Vermögens war eine Sozialistin aus Überzeugung. In den Augen des konservativen Journalisten Vladimir Dormesson stand sie sogar dem Kommunismus näher als dem Sozialismus. Sie sei völlig ungläubig gewesen und gleichzeitig doch heldenhaft in ihrer Wohltätigkeit, in gewisser Weise sogar eine laizistische Missionsschwester. Soweit Dormesson. André Meirosch hatte von ihrem Vater, den sie ein Leben lang als Patron bezeichnete, den gestalterischen Dynamismus geerbt. Anders als ihre Mutter wollte die politisch interessierte Frau auch eine berufliche Aufgabe wahrnehmen. 1926 übernahm sie die Leitung des Sozialdienstes der väterlichen Arbeitwerke, was ihren sozialen Interessen entgegenkam. Die Hinwendung zur sozialistischen Doktrin blieb für die junge Frau kein pures Lippenbekenntnis. Vladimir Dormesson berichtete später, dass sie nach dem Tod ihres Vaters die Hälfte ihres Erbes an die Arbeiter der Arbeit verteilte.
Wenngleich sie offiziell nach ihrer Heirat mit Pierre Viennot zunächst keinen Beruf ausübte, so führte sie doch an der Seite ihres Mannes ein eigenständiges Leben, wobei sie die politische Karriere ihres Mannes beeinflusste und unterstützte. Für Pierre Viennot bedeuteten die zunehmende Einbeziehung in die beschriebenen intellektuellen Zirkel und die festen emotionalen wie beruflichen Bindungen zu deren führenden Persönlichkeiten eine politische wie private Neuorientierung. Die Hinwendung zu den Kreisen um die Familie Mayrisch führten Viennot von seinem konservativ-katholisch geprägten Geburtsmilieu weg. Während vor allem André Mayrisch in politischer Weise auf ihn einwirkte, erweiterte der enge Kontakt zum weltoffenen, laizistischen und antikonformistischen intellektuellen Milieu Viennots Weltsicht und beeinflussten auch seine Konzepte einer deutsch-französischen Verständigung. Die Gespräche in Pontigny und in Colmbach spielten hierbei eine wichtige Rolle. Vor allem die Sicht André Gides auf die deutsch-französischen Beziehungen beeindruckte Viennot. Gide hatte bereits 1921 eine Wiederaufnahme der intellektuellen Beziehungen mit Deutschland gefordert. In der Folgezeit betonte er die Komplementarität zwischen Deutschland und Frankreich. Nach Gides Ansicht konnte es eine Verbindung zwischen zwei Völkern nur geben, wenn beide ihre Eigenarten behielten und sich diese gegenseitig auch zuerkannten. Die einzelnen Teile Europas sollten sich demnach gerade durch ihre Verschiedenheit zu einem großen Ganzen vervollständigen. Viennot konnte sich mit diesem Gedanken Gides identifizieren. Verschiedenheit und gegenseitige Ergänzung, Akzeptanz des anderen ohne Aufgabe des nationalen Standpunktes, das waren zu dieser Zeit die Koordinaten seiner Verständigungskonzeption, die ihre Vorbilder und ihre Anregungen in Pontigny gefunden hatte. Ich zitiere Viennot: Ich habe die Gegensätze unserer beiden Völker wohl festgestellt, aber gerade darin Gefallen gefunden. Ich habe erfahren, dass wir uns umso besser verstehen, je mehr wir gerade diese unsere Gegensätze ausprägen, nicht sie verdecken, um unsere Güter umso unverfälschter auszutauschen. Der in diesen Kreisen propagierte Kosmopolitismus respektierte die verschiedenen Nationalkulturen und definierte sich jenseits aller internationalistischen Visionen. Zur Ausarbeitung eines detaillierten Projektentwurfs zog sich Viennot zu seinem Freund Jean Schlumberger zurück und lieferte im September 1925 seine Arbeit dann in Colbach ab. Mayrisch und Viennot arbeiteten in der Planungs- und in der Ausführungsphase eng zusammen. Hans-Manfred Bock hat die Aufgabenteilung zwischen beiden sehr gut beschrieben. Mayrisch war der Bauherr des Komitees und Pierre Viennot sein Architekt. Colbach war dabei der Dreh- und Angelpunkt des Studienkomitees, zumindest bis es das Licht der Welt erblickt hatte. In dem nach seinem Gründer benannten Mayrisch-Komitee trafen sich zumeist konservativ orientierte deutsche und französische Eliten aus Wirtschaft, Politik und Kultur zum Gedankenaustausch. Das Komitee unterhielt zwei Büros in Berlin und Paris. Diese sollten in erster Linie die Komiteesitzungen vorbereiten und die Verbindung zu den nationalen Sektionen gewährleisten. Darüber hinausgehende Aktivitäten waren in hohem Maße von der Persönlichkeit und den Interessen des Bürodirektors abhängig. Viennot übernahm die Leitung des Berliner Büros und verwandelte dieses innerhalb kürzester Zeit in eine Art verständigungspolitische Vielzweckagentur. Von Anfang an sah er sich selbst als Schrittmacher der deutsch-französischen Verständigung, ja gar als Privatbotschafter. Er knüpfte vielfältige Kontakte mit Politikern und Journalisten, hielt Vorträge und organisierte Veranstaltungen. Er war der Ansprechpartner für die in der Hauptstadt weilenden Franzosen und arrangierte Aufenthalte und Vortragsreisen für seine Gäste. Ein besonderes Anliegen war ihm dabei die Pressearbeit. Gemäß seiner Maxime Sicherheit durch das Verstehen des anderen, la sécurité par la compréhension d'autrui, bestand für ihn die eigentliche Gefährdung für den Frieden in den verzerrten Bildern und Stereotypen über das andere Land. Deshalb ärgerte er sich besonders über tendenziöse Berichterstattung in französischen Zeitungen, die die alten Stereotypen eines militaristischen Deutschland wieder aufleben ließen und nach Meinung Viennots nichts von der deutschen Wirklichkeit verstanden hätten. Viennot bemühte sich indes nach Kräften, die französische Berichterstattung im Sinne einer größeren Objektivität zu beeinflussen und verfasste im Bedarfsfall selbst richtigstellende Artikel. Sein Ringen um eine objektive Berichterstattung kam bisweilen dem Kampf gegen Windmühlen gleich und er selbst dachte angesichts immer neuer tendenziöser Berichte hin und wieder an Rücktritt. Das Ende seiner Tätigkeit in Berlin leitete jedoch dann der Unfalltod von Emil Mayrisch im Jahr 1928 ein.
Dieser hatte Folgen sowohl für die Rolle Kolpas und damit Luxemburgs für die deutsch-französische Verständigung, wie auch für die Zukunft des deutsch-französischen Studienkomitees. Zwar kamen nach wie vor Freunde nach Kolpach, um Alin Mayrisch einen Besuch abzustatten. Doch der Elan der deutsch-französischen Verständigung verpuffte allmählich, bevor er zu Beginn der 30er Jahre dann gänzlich erlosch. Die integrierende und ausgleichende Persönlichkeit Mayrischs fehlte künftig auch im deutsch-französischen Studienkomitee, das Ende der 20er Jahre in eine tiefe Krise versank. Nach dem Tod Mayrischs verfiel es in personelle Ränkespiele und die deutsch-französischen Spannungen traten deutlicher denn je zutage. Den Optimismus von Emil Mayrisch und Pierre Viennot hinsichtlich der Wirkungskraft des Mayrisch-Komitees hatten die beiden Damen des Hauses im Übrigen nie geteilt. Vor allem gegenüber den deutschen Industrie- und Bankenvertretern zeigten sie kritische Distanz. André Mayrisch beschrieb das konservative deutsche Elitenmilieu bisweilen mit beißendem Spott in Briefen an ihre Mutter. Nach dem Tod ihres Vaters fürchtete sie dann, das Komitee könnte zu einem reinen, Zitat, Nest von Snobs und Reaktionären werden. Pierre Viennot verließ das Mayrisch-Komitee dann Anfang der 30er Jahre. Die Quintessenz seiner Überzeugungen und seiner Erkenntnisse über Deutschland legte er in seinem einzigen Buch Ungewisses Deutschland, Incertitude Allemande, aus dem Jahr 1931 nieder. Seine Frau Andrée war an der Redaktion beteiligt. Als Viennot 1932 ein Parlamentsmandat auf Seiten der demokratischen Linken zu erringen suchte, organisierte wiederum André Viennot mit Erfolg seinen Wahlkampf. Sie unterhielt auch vielfältige Kontakte mit deutschen, französischen und belgischen Sozialisten und sicherlich ist es ihrem Einfluss geschuldet, dass Viennot 1936 Mitglied der Sozialistischen Partei und damit auch Unterstaatssekretär in Leo Blums erster Volksfrontregierung wurde. Sie selbst war bereits zu Beginn der 30er Jahre der SFIO, also der französischen sozialistischen Partei, beigetreten, innerhalb derer sie sich der linken Gruppierung Révolution Constructive anschloss. Ende der 30er Jahre gehörte das Ehepaar Viennot dann zu den Gegnern der Apaisement-Politik. Und als Pierre Viennot sich Charles de Gaulle in London anschloss, war André Viennot am geheimen Wiederaufbau der sozialistischen Partei in den Departements Bouches-du-Rhône und war beteiligt. Pierre Viennot starb am 20. Juli 1944 in London an einem Herzinfarkt. Er kehrte nicht mehr nach Luxemburg oder Frankreich zurück. Seine Witwe Andrée begann nach dem Krieg eine eigene politische Karriere. 1945 wurde sie zur Conseillère Générale von Rocroi gewählt, in den französischen Ardennen, ein Amt, das sie bis 1970 beibehielt. 1946 bis 1947 war sie als Staatssekretärin für Jugend und Sport im Erziehungsministerium tätig, doch dann gab sie ihr Abgeordnetenmandat auf, um sich künftig ganz ihren beiden Kindern und der Kommunalpolitik zu widmen. Von 1953 bis zu ihrem Tod im Jahr 1976 war sie Bürgermeisterin von Rocroi. Die Interessenlagen und Aktivitäten der hier vorgestellten vier Persönlichkeiten waren unterschiedlich und ergänzten sich doch gewollt oder ungewollt in ihren sozialen, politischen und intellektuellen Zielrichtungen. Während Emil Mayrisch seine wirtschaftlichen Interessen mit verständigungspolitischen Initiativen zu verbinden suchte und dabei auch auf den Freundeskreis seiner Frau zurückgriff, ermöglichte er durch seine finanziellen Zuwendungen überhaupt erst die Entwicklung und Entfaltung des sogenannten Kolbacher Kreises. Die dortigen Diskussionen um die künftige Gestalt eines friedlichen Europas sowie deren praktische Umsetzung in Form des deutsch-französischen Studienkomitees verdanken sich den Netzwerken und dem Engagement von Alin und Emil Mayrisch. Das Engagement von André und Pierre Viennot war von Beginn an anders gelagert. André Mayrisch war in ihrer Zeit an der Seite ihres Gatten in Berlin vor allem fasziniert von den sozialen Errungenschaften der Jungen Republik und knüpfte vielfältige Kontakte zu sozialreformerischen Milieus. Ihre Interessen waren ganz praktischer, sozialpädagogischer und sozialpolitischer Art. Damit traf sie sich mit Pierre Viennot, dessen Intellekt von seinen Zeitgenossen zwar als herausragend gewürdigt wurde, der jedoch nie ein reiner Intellektueller sein wollte. In Anlehnung an den bewunderten Mentor Lyoté sah er sich immer als Intellektueller der Tat, der seine Ideen auch in die Praxis umsetzen wollte. Diese Haltung ließ ihn schließlich Berufspolitiker werden. So unterschiedlich die Mitglieder der Familie Mayrisch und Pierre Viennot auch waren und agierten, sie einte der Wunsch, soziale Anliegen durchzusetzen und im Sinne einer europäischen Befriedung zu wirken. Das Zusammentreffen ihrer verschiedenen Aktivitäten machten Luxemburg in
den 20er Jahren zu einem Zentrum deutsch-französischer Verständigungsbestrebungen und Kolbach zu dem Ort, dem bis heute noch immer ein regelrechter Mythos anhängt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.